Mit heute ist eine öffentliche Verkündung und Entscheidung. Wir haben nach langem Hin und Her uns mit heute final dazu entschieden, BSSD nicht zu launchen und allen Membern, die hier eingezahlt haben, eine Rückabwicklung anzubieten. Der absolute Hauptgrund ist einfach, weil wir uns auf den Tron SSD, weil wir uns einfach Social Swap Token und auf Social Swap konzentrieren wollen und nicht noch ein weiteres Projekt bringen wollen mit BSSD. Einer der weiteren Hauptgründe ist auch, da es mit der Lizenz und ja, dieser Verleih und diesem Use Case Lending unbeschreiblich schwer ist. Aktuell, die aktuellste Lösung, die wir beim Rechtsanwalt herausgefunden haben und bei jemandem, der uns auch helfen kann, das organisatorisch abzuwickeln, wäre, dass es nur in Spanien möglich wäre oder nur in Österreich möglich wäre. Also ein Deutscher oder ein Schweizer könnte gar kein Lending machen. Und viele andere Gründe haben uns einfach dazu, ja, final mit heute entscheiden lassen, dass wir kein BSSD umsetzen werden und launchen werden. Ja. Unser Hauptziel ist es wirklich, SSD noch einmal zu pumpen. Ich habe das auch heute nochmal mit einem Buyback bewiesen. Ich werde das mit vielen Buybacks beweisen. Ich möchte viele SSD besitzen, ja, und ich möchte wirklich noch einmal dafür sorgen, dass das mit diesem Thema Energy wirklich uns noch einmal gelingt in den nächsten 1,5 bis 2 Jahren. Davon bin ich auch zu 100% überzeugt. Alles andere interessiert mich auch gerade nicht. Ich habe auch wirklich gemerkt, wie viel Zeit draufgegangen ist, diese Lizenzthematik umzusetzen, wo ich mir dachte, hätte diese Zeit nur in SSD investiert, wäre das ein viel besseres zeitliches Investment gewesen. Und das ist die Entscheidung mit heute. Dennis, du kannst gerne gleich was dazu sagen oder wenn du was dazu sagen möchtest. Aber all diejenigen, die investiert haben und uns fehlen jetzt ungefähr noch 1.500 Investoren, nein, habe ich jetzt, bin mir nicht ganz sicher, nagel mich nicht fest, aber schon noch ein großer Anteil der Investoren, die noch gar nichts davon wissen, möchten wir einfach die Gelegenheit geben, dass sie entweder ihre Tether zurückerstattet bekommen, abgezogen der Provisionen. Deswegen haben wir uns dazu entschieden, dass wenn jemand die Tether zurückhaben möchte, gibt es einfach 75% zurück mit einem 25% Abzug. Also als Beispiel, das ist jetzt 1000 Dollar in, ja, das BSSD Presale investiert, dann gibt es 750 Dollar zurück, weil hier doch einiges an Provisionen rausgeflossen ist und die auch alle bezahlt worden sind und wir uns auch dazu entschieden haben, diese nicht zurückzuholen oder sonst was. Wir haben aber zurzeit so einen guten Draht zu Flyback und sind sehr eng mit Flyback verbunden. Ich war auch letzte Woche auf deren ihrem Call. Dennis, du warst ja auch schon mal auf deren ihrem Call und ja, auch heute dieses Buyback, was wir gemacht haben, haben wir aus dem SSD Flyback Account gemacht. Wir haben uns einfach dazu entschieden, einfach nach einer Kooperation anzufragen und die waren hier sehr, sehr, ja, gut gestimmt. Also es ist hier möglich, dass wir, und da könnt ihr uns mindestens bis 1. Juni Bescheid geben, weil je früher ihr das macht, desto besser, ja, dass ihr eben Tokens für 5 Cent bekommt. Also wenn ihr noch keinen Flyback-Account habt, dann könnt ihr einen Bonus bekommen von 50%. Also mal angenommen, ihr habt für 1000 Dollar, bleiben wir bei diesem Beispiel, investiert, dann würdet ihr 750 Dollar zurückbekommen, wenn ihr einfach die Dollar zurückhaben wollt. Und das verstehe ich auch, wenn das jemand haben will. Aber ihr würdet einen 50% Aufschlag bekommen bei 5 Cent vom Fly-Token, der jetzt gerade schon für 7,5 Cent, ja, im Presale zu haben ist. Ja. Also wenn ich mich da jetzt nicht verrechnet habe, ist ein 50% Aufschlag. Und das ist einfach wirklich was Cooles. Also ihr habt da nicht nur 1000 Dollar, sondern ihr habt sogar dann 1500 Dollar bei 7,5 Cent, wären das 20.000 Tokens bei 5 Cent, ja, bei 7,5 Cent Wert befindet sich Flyback gerade, ja. Was glaube ich schon ein sehr großzügiges Angebot ist. Also dann habt ihr einfach 500 Dollar in diesem Beispiel jetzt mehr, also 50% mehr. Und das Krasse ist, ich stake ja selber schon Flies, ich kriege jeden Tag Rewards in Flies. Ja, auch der SSD-Account bekommt jeden Tag Rewards in Flies. Also wenn man hier will, kann man auch noch jetzt schon die Flies staken und bekommt dann eben dementsprechend auch schon Rewards tagtäglich. Das finde ich den absoluten Hammer. Und wie gesagt, ich habe heute für 1000 Dollar alleine mit dem SSD-Flyback-Account den Tron SSD zurückgekauft. Ja. Ich werde morgen nochmal für 500 Dollar nachkaufen, um euch einfach auch zu zeigen, das funktioniert. Das ist ein gutes System. Wenn jemand schon in BSD investieren wollte, dann glaube ich, ist er mit Flyback 100% am richtigen Weg. Wem das aber zu blöd ist und dass der das jetzt nicht möchte, verstehe ich das auch. Einfach uns kontaktieren mit der E-Mail-Adresse. Wir schauen uns das dann an, wie viel im Account eingezahlt wurde, wickeln das rückab und ja, der Kuchen ist gegessen. Dennis, ganz kurz vielleicht von deiner Seite aus zu dieser Entscheidung. Was ist deine Meinung dazu? Und ja, vielleicht auch deine persönliche Einschätzung würde mich sehr interessieren.
Also wir hatten ja dieses Projekt mit der Idee ins Leben gerufen, einfach weil die Binance Smart Chain einfach viel mehr Leute bietet, was DeFi angeht und so weiter und so fort. Aber wir haben auch gemerkt, dass es ja dann wohl doch den Fokus einfach von Tron SST einfach ein bisschen ablenken wird. Und wir haben uns ja damals auch bewusst für die Tron Blockchain entschieden. Also ich bin auch so ein bisschen zweigeteilt, was das angeht, weil ich schon glaube, dass auf der Binance Smart Chain Potenzial ist. Aber für mich war der entscheidende Punkt jetzt einfach auch der Energy Use Case. Und du sagst ja, du willst jetzt nochmal hier wirklich SST nach vorne bringen. Und ich glaube, der SST Use Case Energy, der ist wirklich ein Use Case, der über die nächsten Jahre bestehen bleibt. Ich sage das immer wieder, der Bedarf nach Energie. Und vor allem, wenn der Tron weiter nach oben geht, und das ist etwas, ja, was viele noch total unterschätzen, denn Tron ist einer der profitabelsten Blockchains der Welt, der schnellsten Blockchains. Es wird hier wirklich ein großes Volumen an Tether jeden Tag abgewickelt. Es kommen jeden Tag neue Accounts hinzu. Und dieser Energy Use Case wird mit jedem Tag, wo Tron weiter wächst, wo Tether auf Tron weiter wächst, stärker werden. Und ich glaube, dass für mich einfach, ja, hier, dass die richtige Entscheidung ist, zu sagen, okay, wir fokussieren uns wirklich jetzt darauf, weil da haben wir nämlich gleich noch ein paar Community-Fragen, die ganz interessant werden, die wir dann auch dazu beantworten werden, ja, zu diesem Use Case, weil das ist ein Use Case, der wird auf der Tron-Blockchain bestehen bleiben, solange es die Tron-Blockchain und Tether gibt, ja. Und ich glaube, wenn wir das richtig anstellen, dass wir hier wirklich auf der Blockchain uns einen festen Platz sichern können. Wir waren ja immer wieder ganz vorne mit dabei, was Swaps angeht und unter DeppRadar. Und ich glaube, mit dem neuen Use Case ja, werden wir auch das wieder schaffen und hoffentlich auch dann den internationalen Markt eröffnen können und Leute ja, von der ganzen Welt hier für SST begeistern. Ich finde es die goldrichtige Entscheidung, weil dieser Use Case Energy zum Beispiel auf der BNB Smart Chain gar nicht funktionieren würde. Ich finde es auch von uns ja irgendwie cool verhandelt, dass es wirklich auch möglich ist, dass jeder jetzt mit Profit in ein weiteres tolles Projekt kommen kann, was noch sicher dieses Jahr launchen wird. Das war ja auch, glaube ich, so ein bisschen die Idee von BSSD-Investoren, dass sie nochmal außerbörslich Tokens kaufen können. Also ich bin sehr, sehr happy damit. Auf der nächsten Folie seht ihr nochmal ein Rechenbeispiel. Witzigerweise genauso dieses Rechenbeispiel jetzt schon mal gemacht. Ja. Ihr seht hier entweder zum Beispiel, ja, ihr habt 20.000 BSSD, beziehungsweise wird dann direkt in 20.000 Fly-Tokens umgewertet. Diese haben aber schon einen sehr hohen Wert. Ja, die haben schon einen Wert von 1.500 Dollar. Also ihr seht, Freunde, schaut euch das hier einfach genauer an. Oder es gibt einen US-Dollar oder USD Tether Rückerstattung, was sicher auch eine interessante Möglichkeit für viele Leute ist. Auf alle Fälle, wir wollen das rückabwickeln. Die großen Investoren haben wir schon rückabgewickelt, zu denen hatten wir schon davor Kontakt. Das war eigentlich großteils aus Jeromes Netzwerk und noch von einem weiteren sehr aktiven Verkäufer. Die finden es super. Die haben alle die Flies genommen. Das kann ich auch so eins zu eins so sagen. Da hat keiner die Tether zurückhaben wollen.